Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme zu Fallout Shelter. Ich bin Matthias Gaming. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir betreten mal ganz schnell die Vault. Egal. Machen wir einfach. Ich glaube, es müssten zwei Leute wieder zurück sein. Ich habe in der letzten Folge, wie gesagt, heute Morgen habe ich ja noch jemanden rausgeschickt. Ich glaube, mich habe ich sogar rausgeschickt, weil ich den aber ersetzt habe. Und ja, wir haben zwei Leute wieder und ein neues Tagesbericht. Das heißt, wir kriegen wieder Kronkorken. Das heißt, morgen bekommen wir schon wieder eine neue Lunchbox. Sehr geil. Und wir bekommen Babys. Alles klar. Jetzt machen wir erstmal hier ganz schnell die Sachen hier machen. Wir haben sehr viele Aufsteiger hier wieder. Hier unten machen wir schnell. Jetzt können wir schnell hier die Leute aufsteigen sehen. Ja, hier ist einfach nur klick. Kann ich die Baby-Runde machen? Machen wir gleich. So, eine neue Knarre haben wir am Start. Wir wollen erstmal gleich mal gucken, wenn die neue Knarre dann kommt. Ja, hier auch ganz schnell hier. Wir haben ja auch noch Kinder. Normalerweise könnte man das ja so machen, dass man jetzt die Leute, die jetzt, okay, jetzt haben wir eine Jean Moore. Die will Moore. Aber die hat I, das ist schon mal gut. Aber wir müssen mal gucken, welche Leute wir da machen. Also die werde ich noch nicht reinholen. Wir werden die alle drei noch nicht reinholen. Oh, shit. Und jetzt haben wir Todeskartenangriff. Das ist natürlich eine üble Sache. Hat der eine Knarre? Komm, helft den raus, hier. Oh, der hat doch nichts, der wird gleich sowas von... Okay. Wie muss ich jetzt im Stimpack surfen? Okay, er ist auch fast down. Die wollen nochmal wieder kommen, alles klar. Die kommen nochmal wieder, jetzt will er nochmal. Er will auch nochmal. Die rennt schon wieder weg, er will auch nochmal. Nein. Okay. Jetzt bereiten die sich vor, also es haben alle drei noch überlebt. Dann ist das natürlich ganz doof gerade. Jetzt eine Todeskralle down. Ich muss die Leute alle im Blick behalten. Das Schlimme ist, ich muss auch das Essen im Blick behalten, denn das wird jetzt weniger gerade. Und sobald immer so viele Leute überleben, ist natürlich auch doof. Oh, er hat eine Überlebenschance. Ach du Scheiße, ey, komm, jetzt mach doch mal hin da. Ich will eigentlich hier rechts. Ist noch? Jetzt wollen die runter. Oh, nee, echt jetzt? Ja, komm, macht hin da. Noch jemand einen Aufstieg. Hey, geil. Ah, okay, jetzt hat nur einer überlebt. Gut. Jetzt bring ihn doch einfach down. Mach den doch down, Mann. Ja. Oh, sehr geil. Und wir haben 4 Todeskarten ohne Opfer. Jawohl, und wir haben eine Lunchbox. Ah, herrlich. Wir haben eine Lunchbox gekriegt. Die holen wir uns natürlich gleich ab. Und wir haben natürlich Essen, aber wir müssen gleich ganz schnell... Ich muss mal ganz schnell runter. Wir haben hier Wasser. Wir müssen mal ganz schnell hier runter, um da das Essen abzuholen. Aber wir müssen jetzt ganz schnell gucken, dass wir wieder Essen kriegen. Die Babys holen wir noch nicht. Ist vielleicht gut, wenn ich jetzt... Ich gucke mal eben, was macht Ruth. Der Ruth geht's gut, hoffe ich. Die machen Kaffeepause. Wieso machen die Kaffeepause? Larry, Lea, Lena. Die machen Kaffeepause. Ah, nee, ja, die... Ja. Jean Moore wartet. Richtig, das ist die neue. Und Ruth erkundet noch. Und Matzi habe ich nämlich rausgeschickt. Und wir haben ja noch einen Hund bekommen. Kabusa erkundet noch hier. Er hat schon 1431. Hat schon 17. Ja, ich habe ihn mit 25 Timpack und 25 Red Weatherway rausgeschickt. Und er hat schon... Okay. Ich weiß nicht, ob ich ihn... Ja, vielleicht werde ich ihn morgen früh zurückholen. Mal gucken. Vielleicht werde ich ihn morgen früh zurückholen. Aber sie ist natürlich noch viel, viel geiler, ne? Sie hat hier schon so viel Zeus. So viel gelbes Zeug auch, das ist gut. Und blaues Zeug. Hat sie noch mehr. Gutes Stuff.
Gut, ich muss mal kurz schließen. Ich muss ja hier eben auch Essen und so haben. Weil, die haben wir da hier ganz wenig. Ich werde gleich den John Johnson wieder rausholen, glaube ich. Den werde ich mal eben... Den werde ich mal reinholen. Ach so. Ja, okay, scheiße. Ne, die brauche ich nicht, die brauche ich auch nicht. Die schon, die brauche ich auch nicht. Die Ödlandrüstung auch nicht. Ja, die behalte ich vielleicht. Ne, S und A behalte ich, P und A nicht. Die Ödlandrüstung kann weg. Das kann auch langsam mal weg. Das weg. Die Vierer weg. Die weg, die weg. Ja gut, die 5 war auch weg. Ne, 6 bis 7 behalten wir. Die förmliche Kleidung behalten wir auch. Die 7er Dings behalten wir auch. Die Kampfrüstung S und A behalten wir. Alter, ich muss hier aussortieren ohne Ende gerade. Und die behalten wir nicht. So, sammeln, komm rein. Der Johnson. Da kommen wir ganz schnell rein. Hier mit Energy. Energy. Okay. Ja, es läuft so langsam wieder. Wir kriegen es so langsam wieder in den Griff. So, weil er... Der Vogel hier geht nämlich wieder raus. Zack. Er kann dann wieder unterwegs gehen. Deswegen werde ich die Leute jetzt gerade mal... Ja, er hat noch keinen Hund, aber Matzi hat einen Hund. So, und er geht dann wieder raus und dann ist schon gut. So, ich gucke nämlich gerade mal, für wie viele Leute können wir denn jetzt noch in die Ward lassen? 106 Leute können wir reinlassen, alles klar. Das heißt, ihn muss ich noch reinholen jetzt. Die Ödländerrüstung weg. Die Räder weg. Den Kittel behalten wir. Was ist das denn für eine Rüstung? Techniker-Outfit. Ja. Ich glaube, ich behalte die mal lieber nachher. Nein, wird doch gemeckert, dass ich den da lasse. Die weg. Lederrüstung. Die nicht. Die auch nicht. Lederrüstung auch nicht. Vielleicht habe ich jetzt auch eine Rüstung dabei, die ich gar nicht brauche. Ist ja auch egal. 5 bis 6, die Söldnerrüstung. Ja, er hat aber ein paar Dinge am Laufen, oder? Kann das sein? Alter Schwede, ey. So, Ruth ist ja noch nicht wieder da, die läuft ja nur. Oh, jetzt sind wir ein bisschen schwer im Gange hier, wa? So, wieder. So, er kommt jetzt rein. Und auch hier wieder. Ja, gut, das mit Essen, das kriegen wir wieder hin. Das mit Essen kriegen wir wieder hin. Und wir haben anscheinend wieder ein... Hä? Okay, da will jemand eine Quest machen. Ich habe jetzt aber gar keine Ahnung, wer da eine Quest macht. Also 1, 2, 3, 4. 4 Babys kriegen wir dazu. 4 Babys kriegen wir dazu. Heißt, wir hätten 99 plus die neue... Also wir würden insgesamt 99 kriegen. Eine verlassene Hütte. Soll sie reingehen? Komm, sie betretet jetzt die Hütte. Ruth kriegt eine Quest. Ruth betritt eine Hütte. Okay. Was erwartet sie in der Hütte? Ich habe keine Ahnung. Sie hat nur eine Uniform an. Ach, herrje, komm. Ach ja, ist natürlich... Das wird sie niemals schaffen. Oh ne. Auch noch Todeskrallen da drin. Das kann nicht angehen. Oh gut. Ich muss gleich nach Hause schicken. Das wird die niemals schaffen. Guck mal, kann ich die eigentlich mal? Kann ich das machen? Warum kann ich das nicht machen? Nein, die hat kein Zipfel mehr. Wie er aussieht.
Du hast fehlgeschlagen. Ja, das tut mir leid, dann hole ich sie jetzt nach Hause. Ich dachte, die hatte gerade noch ein paar Stimpaks gehabt. Wie viele Stimpaks hatte die denn noch? Ich weiß das nicht genau. Kann ich überhaupt noch? Gut, dann hole ich sie jetzt zurück. In 17 Stunden ist sie zurück. Ich habe die gerade noch gelobt, ne? Gerade habe ich sie noch gelobt, ey. Also der Typ hier ist gerade unterwegs. Er ist ja auch noch unterwegs. Er hat aber noch ein paar mehr Sachen dabei. Ja gut, okay, dann werden die erstmal gucken. Okay, ja gut, dann habe ich das... Ja gut, wer konnte das ein, dass da Todeskrallen drin sind? Da habe ich ja gar keinen Nerv zu gehabt, ey, ehrlich. So, jetzt mal eben gucken. Ich muss mal eben was abholen hier. Zack, lass mal abholen. Halte 5 Unfälle auf. Okay. Sammle 10 seltene Outfits. 2 habe ich schon. Entdecke 4 Orte im Ödland. Ich sag mal so, ich werde das wahrscheinlich gar nicht schaffen. Die Orte im Ödland entdecken. Ja, die hat 10, ne? Oder was? Nee, die hat I. I war die. Also, Intelligenz hat die. Wow. So, hier haben wir Quack, haben wir. Haben wir nicht noch einen Quack? Quack Johnson? Okay, Quack ist am Leben. Der Ödländer. Ja, ich habe jetzt gerade keine Stimpaks da. David haben wir. David Sanders. Herzlich willkommen in unser Team. David Sanders. Und wir haben Harold. Harold Johnson. Servus. Und wir haben Thomas. Wir haben nur Männer heute hier. Alter, ich müsste mir die eigentlich notieren. Und wir haben 100. Jawohl, wir können jetzt alles bauen, was wir hier haben. Alles. Und wir entriegeln den Raum. Wie viel kostet das? Nur 3000? Wir haben hier Essen und Trinken. Bewohner hier zuweisen, um Nuka-Cola zu produzieren. 3000 kostet das nur. Ich habe 12. Alles klar. Dann wissen wir, was das heißt, ne? Dass wir eine Runde Nuka-Cola machen. Ja, warum denn nicht? Mein Gott. Wir müssen noch ein paar Steine wegmachen, aber... Boah, kostet mir so viel, ne? Jetzt muss ich auf jeden Fall... Ich muss einen Fahrstuhl bauen, auf jeden Fall. Boah, kostet auch schon 450, ne? Alter. Zerstöre den Felsen, der den Aufzug blockiert, um die nächste Ebene zu erreichen. Ja, das mache ich dann. Kein Problem. Ich will doch nur anfangen, hier ein Dings zu bauen. Zack. Nuka-Cola will ich doch nur machen. Zehn macht er nur. Und wir brauchen eh Leute. Alles klar. Wir brauchen eh Leute, die darin arbeiten. Alles klar. Hä? Wie? Ich hab nicht gesagt, die sollen Kind... Ja, das läuft gerade bei denen. Sehr sogar. Ich hab sogar gesagt, ja, die machen hier gleich... Und so. Geil. Und es läuft bei denen. Alles klar. Wie ist das eigentlich da unten? Erste Cola, jawohl. Was ist, wenn ich das jetzt aufrüsten möchte? 7500 kostet das. Aber ist ja jetzt auch dann hier mit drin, ne? Also hier oben mit drin, oder? Jetzt sind wir mit 500, genau. Ah, okay, alles klar. Und wir haben einen Röckkakerlackenbefall. Oh. Ach, er macht das alleine, ne? Er macht das ja schon, oder? Komm, helf doch mal eben. Ich glaube, er bekommt das nicht hin. Guck mal, hier kommen 2 Leute. 3 Leute. Die hat nichts. Warum hat die nichts? Warum rennt die hier im Raum rum und die geht wieder raus? Was ist denn hier los?
Alles klar, eigentlich müssten die Kakerlaken schon länger tot sein. Warum leben die noch? Warum leben die noch? Da lebt immer noch eine. Jawohl, halte 5 Unfälle auf. Schon passiert. Wir müssen mal eben gucken. Wir brauchen eh Leute. Er ist ein C-Mann. Ein C-Mann. Wo haben wir die E-Leute denn? Hier unten haben wir die E-Leute drin, ne? Ja, kriegen wir alles hin hier. Kein Thema. Hier haben wir die E-Leute drin. Guck mal, Lori. Lori, du bist die erste Nuka-Cola. Abfüllerin. Der hat noch nicht so viel. Ronald hat besser. Ronald Harper. Weiß hat auch. Er hat noch nicht so viel. Und sie hat auch noch nicht so viel, ne? Ja. Dann geht Ronald da rein. Dann werde ich die beiden noch eben umziehen. Er hat 7. Dann kriegen die beiden noch eine Waffe. Genau, sie. Ich müsste noch einen haben mit E. Genau. Ich habe die Ödländerrüstung, also ich habe nicht gewusst, dass ich jetzt die Ödländerrüstung behalten muss. Habe ich nicht gedacht. Zack, jetzt hat er auch die Ödländerrüstung, jetzt hat er auch 10. Voll und dann läuft das eigentlich gleich. Hier richtig, 23 Sekunden. Dann haben wir wieder 10 Coca-Cola. Essen und Trinken kommt dann jeweils dazu. Kommen jetzt bei beiden dann immer 10 dazu? Oder was? Wäre ja mal interessant zu wissen. Guck mal an. Okay, geht dann aber auch immer in beiden rein. Alles klar, gut. Würde ich mal sagen, ne? Wollen die Folgen ja nicht immer gleich zu weit laufen lassen. Er hier. Er kriegt alles, was wir haben. 10, 10. Bitteschön. Hier wieder erkunden. Wo ist er hin? Kommt er jetzt bald wieder? Ach, er geht dahin. Okay, und sie. Ach ja, das ist die Jean. Ja, ich muss mal eben gucken, wer alles noch frei ist hier. Die kommt. Die tue ich auch mal eben hier. Die Lena tue ich auch mal eben hier oben hin. Da oben hin. So. Und wer ist noch am Laufen? Da müsste noch einer sein, der am Laufen ist. Wir brauchen ja eh Leute jetzt. Das heißt, es ist auf jeden Fall gut, dass wir hier so viele Leute haben, die wir können. Wie viel dauert das? Also ist auch unter eine Minute dauert das. Das läuft ja. Dann kriegen beide Essen und wir kriegen das auf jeden Fall schon mal wieder gut hin. Gut, okay, wir kriegen 10 immer, ne? 10 Essen. So, wo ist jetzt die... Guck mal, der steht hier. Dann tue ich den auch mal nach oben eben hin. So. Ja, um mal eben die auszusortieren. Weil hier fehlt ja, hier fehlen jetzt 2 Leute. Hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier ist voll. Hier fehlen 1. Also hier sind 3 Leute insgesamt. Hier fehlen für C fehlen, ja, ist nicht so wichtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ein A fehlt. Okay, die beiden unterhalten sich gerade. Sie kann A lernen. Und sie kann... Sie müsste auch A lernen. Sie müsste aber auch S lernen.
Ich muss mal gucken, wie viele Leute oder wie viel Stärke die Leute noch brauchen. Ich werde die jetzt aber erstmal alle in E packen. In Ö. Und hier auch nur Cola. Geht ganz schnell irgendwie, ne? Was, wie viel kostet denn der zweite Raum von Nuka Cola? 3750. Okay. Okay, ja, kriegen wir hin. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, dann ist er noch da. Er... Ja, ihn müsste ich in RC packen. Also das heißt, er kommt hier in die Schabracke rein. Und wir haben wieder zu viele Leute da, aber wir müssen auch mal eben gucken, dass wir die Leute noch einkleiden. Ja, guck mal hier. Hier haben wir so wenig Leute da, die noch gar nicht eingekleidet sind. Hier zum Beispiel. Ja, hier ist wieder ein Typi unterwegs. Hier, guck mal, hier so eine hier. Ist auch cool, oder? Die machen gerade eine Gefechtsrüstung. Sie auch eine Gefechtsrüstung. Er mit einer... Hier, zack, noch eine Gefechtsrüstung. Ja, die machen ja auch gerade also von daher. So, Gefechtsrüstung habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe noch ein E, ich habe noch A, S, C. Hier, guck mal, richtig Technik aus. Geil, oder? So, dann habe ich hier jemanden. Ja, ich werde das die Leute alle soweit ausrüsten. Ich werde auch mal hier oben eben gucken. Ach so, den Typen müsste ich mal gucken. Oh nein. Ah. Jetzt, wo sich alles so ein bisschen erholt hat, ne? Und die haben sich noch nicht mal richtig erholt. Und jetzt gehen die weiter. Komm, mach, geht darüber, geht darüber, geht darüber. Ja, Ruth hatte doch gerade schon ein Problem mit der. Na komm, mach da hin, der. Dass die zumindest schon mal... Ah, okay. Hat sich erledigt, hat sich erledigt. Was machen die jetzt, hoffe ich. Komm, mach die doch down. Boah, Alter, die kriegen so viel Leben abgezogen. Guck mal, die steht da einfach und die ist... Ja gut, jetzt verstehe ich das mehr. Bei ihm auch. Okay, jetzt rennen die schon rüber. Die waren aber kaum da, ey. So viel Stimpaks können die gar nicht produzieren. Alter. Okay, einer ist schon mal down. Ich habe mir jetzt gerade auch gar nicht die Quest so angesehen. Komm, ihr habt das doch alle jetzt überlebt. Jetzt macht das doch einfach. Ja, komm, der auch noch, komm. Jetzt mal auch noch hier. Oh, Alter, echt jetzt. Schafft er es alleine? Ich glaube eher nicht. Och, nee. Ja, komm. Das ist nur noch einer. Und der ist jetzt in der vierten Etage unten. Und die schaffen es nicht mehr richtig, den zu... Wasserkriegen. Doch, jetzt endlich. Oh, mein Gott. Ich muss gleich mal die Leute alle wieder beleben. Das habe ich Findunfälle verhindert. Ich muss denen mal eine bessere Rüstung anziehen. Ja, wir haben jetzt kein Essen mehr, ne? Zack, hier haben wir ein bisschen Essen. Natürlich haben wir hier unten auch ein bisschen Essen, aber den habe ich jetzt extra nicht gemacht. Oh, guck mal, die haben jetzt so viele Aufstiege. Ja, wir müssen gleich echt gucken, dass wir hier Essen kriegen wieder, ne? Ey, die Todeskrallen, ne? Die sind so widerlich manchmal. Alter. So, ich muss die Leute mal kurz umziehen. Der bekommt jetzt auch eine andere Rüstung an hier. Und zwar eine Militärrüstung. Zack. So, dann hat er nämlich jetzt 9. Das heißt, es ist noch... Guck mal, jetzt wird das Essen noch schlecht. Kann ich schon wieder nach unten hin, um da was zu gucken? Oder...
Das dauert alles zu lang. Guck mal an hier, wie das weniger wird, ey. Guck mal an, ey. So, hier ist wieder... Hier geht wieder 10 Essen drauf. Ist schon mal gut. Aber noch nicht gut genug. Hier geht jetzt wieder ein bisschen Essen drauf. Ein Plus. Aber die fressen auch, ne? Alter Schwede. Gut, das andere werde ich jetzt in der nächsten Folge machen. Wenn euch diese Folge natürlich gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like sehr freuen. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder zu Fallout Shelter. In diesem Sinne, ich werde jetzt noch mich darum kümmern, dass hier alles wieder im grünen Bereich ist, dass das Essen wieder normal voll ist. Und dann schauen wir weiter. In diesem Sinne, haut rein, bis dann und ciao.